Dieser Hacker hat ein Ziel. Er will das Netzwerk einer Onlinebank knacken, Kontostände ausspionieren und fremdes Geld aufs eigene Konto schaufeln. Okay, bin drin. Normalerweise bleiben Hacker anonym. Doch das hat Christian nicht nötig. Er ist Informatikstudent und hackt im Auftrag der FH Regensburg. Der virtuelle Banküberfall gehört zur Prüfungsvorbereitung im Fach Informationssicherheit. Trotzdem, der Nervenkitzel ist spürbar. Blutdruck geht hoch, ein bisschen Risiko, ungewohnt, vielleicht ja, ein bisschen Angst, verfolgt zu werden, wenn es eine echte Bank wäre. Dabei arbeiten die Studenten mit echten Hacker-Tools aus dem Internet. Professor Hackenberg bewegt sich damit allerdings in einer juristischen Grauzone, denn Hacken ist verboten. Laut § 202c ist es strafbar, Hackerwerkzeuge herzustellen oder zu verbreiten, wenn diese dazu dienen, sich Daten illegal zu beschaffen. Für seine Kurse hat Hackenberg aber eine Lösung gefunden. Wir im Rahmen der Hochschulausbildung können es tun, weil wir ja auch Systeme haben, die sozusagen in Quarantäne stehen. Und weil wir auch die Studenten nicht anstiften, rauszugehen auf den Markt und das Gleiche, was sie hier in einer fiktiven Bank erfolgreich durchgeführt haben, bei einer echten Bank zu probieren. Eines steht fest: Die Studenten müssen mit dem hier erworbenen Wissen verantwortungsbewusst umgehen. Eigene Programme habe ich schon des Öfteren geknackt, aber Programme von anderen Personen oder anderen Unternehmen natürlich nur mit Erlaubnis. Die Erlaubnis erteilt hat in diesem Fall Markus Wagner, der Entwickler der fiktiven Banksoftware. Der ehemalige Student von Professor Hackenberg arbeitet heute als sogenannter Pentester und Sicherheitsberater. Das Programm sollte ursprünglich seinen Kunden aus dem Bankenwesen Schwachstellen im eigenen System demonstrieren. Diese Software hat wirklich Fehler, die auch tagtäglich eingebaut werden in neue Software-Systeme oder bestehende Software-Systeme. Das ist auch einer der Gründe, warum wir natürlich diese Software den Studenten zur Verfügung stellen, einfach damit sie mal so ein Maximum an Ausmaß sehen können, was schiefgehen kann bei der Programmierung, vielleicht auch, wie man das Ganze mit ausnutzen kann oder gerade, wie man das ausnutzen kann und auch, wie man sich natürlich absichern kann. Fehler in der Software finden und ausnutzen. Genau das lernen die Studenten in Regensburg. Das nennen sie dann allerdings nicht Hacken, sie sprechen von Penetrieren. Ich habe jetzt eine Sicherheitslücke gefunden, mit der ich unbegrenzt viel Geld aus dem Nirvana oder von anderen Konten auf mein eigenes Konto überweisen kann. Und so versuche ich, Erster in dem Security Contest hier zu werden, indem ich einfach am meisten Geld auf meinem Konto habe. Die Informatiker schlüpfen in die Rolle des Angreifers und spüren Lücken im System auf. Das Ergebnis? Mehr Sicherheit im Netz. Doch auch die kriminelle Seite schläft nicht. Einen hundertprozentigen Schutz gibt es natürlich nicht. Zum einen aus dem Grund, es ist ein ständiges Wettrüsten zwischen der guten und der bösen Seite. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, der Schutz ist immer nur so gut auch das schwächste Glied seiner Kette ist. Und in diesem Fall ist einfach das schwächste Glied der Kette der Mensch selbst. Wenn es nach Professor Hackenberg ginge, sollte die IT-Sicherheit in den 7 Semestern Informatikstudium noch eine weit größere Rolle spielen. Denn nur sehr wenige der jährlich 120 Absolventen machen den Schutz des Datenverkehrs später zum Beruf. Christian Staute kann sich gut vorstellen, später als IT-Sicherheitsberater zu arbeiten. Die Onlinebank hat er mit links geknackt. Ich habe jetzt 1 Milliarde auf meinem Konto, einfach um realistisch zu bleiben. Natürlich könnte man noch viel mehr draufladen. Wichtig für den Beruf ist es insofern, als dass man vielleicht selber Webportale entwickelt, dass man selber solchen Mist, muss man wirklich sagen, nicht baut. Weil da kann es einem Programmierer an den Kragen gehen, wenn der Bank Geld verloren geht wegen so einer mickrigen Sicherheitslücke. Christians Jobchancen sind sehr gut. 2009 fehlten in jedem 5. deutschen Unternehmen IT-Sicherheitsexperten. Wir sind eins. ARD.